Hallo zusammen und herzlich willkommen beim neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man das revolutionäre 17er Vergaserset am E50 Motor verbaut. Um diesem Tutorial zu folgen, braucht ihr etwa 20 bis 30 Minuten, je nachdem wie groß eure Schrauberkünste sind. Was wir dazu benötigen, sind natürlich Vergaser, Stutzen, Filter. Gibt es bei uns auch im Set. Getarnter 17mm Vergaser, wirklich saubere Sache. SRF Größe, SRE Style, 12 getarnt. Das gleiche natürlich auch beim Stutzen. Dann auch Luftfilter mit einem größeren Anschlussdurchmesser, normal eigentlich nur für Super Maxi, aber jetzt so passt das natürlich ganz genau. 23mm Anschluss, offene Version. Entsprechende Dichtung, O-Ring und so weiter mit dem Handwerkzeug. Eignet tut sich das Ganze natürlich für jeden Puch mit einem E50 Motor. Also starten wir rein. Wir haben unsere normale Vergaseranlage hier. Die werden wir kurz entfernen. Luftfilter und weg. Dann haben wir Vergaser entfernt. Hier können wir schauen, ob der Vergaserrohrbogen denselben ist wie hier beim neuen Vergaser. Entsprechend könnte man dann gleich das Gaskabel drin lassen und nur den Rohrbogen rübernehmen oder zumindest nur die Stellschraube rübernehmen, um das Ganze zu vereinfachen. Wer natürlich dann ein neues Gaskabel montieren muss, weil wir hier 17mm Zughöhe haben und hier natürlich nur 15, der darf natürlich ein normal neues Gaskabel montieren, das seht ihr in Tutorial Nummer 39, hier oben verlinkt. Ich werde jetzt nur mal kurz den Vergaserdeckel öffnen, das Kabel aushängen und versuchen, den alten Rohrbogen zu übernehmen, weil der ist noch intakt. Können wir bereits noch den Stutzen entfernen und den großen Stutzen montieren. Schaut bei dieser Montage oder bei dieser Demontage, dass ihr den Kolben genau über dem Einlass habt. Das heißt, wenn euch jetzt eine Mutter oder eine Dichtung oder Dichtungsreste oder so in den Einlass fallen würden, dass die nicht in den Zylinder reinkommen, sondern nur oben auf dem Kolben liegen, dann könnt ihr das mit Pressluft wieder rauspusten und so müsst ihr nicht viel abdecken. Die alte Dichtung ist mir auch bereits entgegengekommen. Da müsst ihr jetzt schauen, manchmal kleben die alten Dichtungen auch mehr. Dazu verwenden wir unseren Dichtungsschaber. Mit dem Dichtungsschaber habt ihr die Vorteile, dass ihr keine Dichtflächen zerkratzt, weil aus Kunststoff und natürlich nicht irgendwo unendlich eure Fingernägel braucht, sondern da habt ihr einen verlängerten Fingernagel. Bei uns im Shop erhältlich, ein super Tool, ganz klar zu empfehlen. Man kann wirklich sauber die Dichtfläche loslösen, herausputzen, bis das alles plan ist, dann wären wir bereits bei der Montage. Wir starten natürlich mit der Dichtung. Die gehört so dazu, das ist die dicke Dichtung, ganz wichtig, sehr eine gute Sache, da es eine super Hitzebarriere bildet. Ihr kennt das vielleicht von Puch Maxis mit den alten originalen Vergasern und Ansaugstutzen, wo die Ansaugstutzen hier auf den Seiten so nach unten gehen, wo ihr quasi hier eine Bombierung habt. Das passiert dann, wenn über Jahre die Motoren richtig heiß laufen, wieder abkühlen und die Hitze vor allem vom Zylinder in den Stutzen geht, ein hochleitendes Aluminium, und der Stutzen sich zu fest erwärmt. Dann dehnt er sich aus und zerkrümmt sich. Genau diese Wärme müssen wir abklemmen, indem dass wir mit einer dicken Dichtung arbeiten und eine Brücke zwischen Zylinder und Ansaugstutzen somit erwirtschaften. Diese Dichtung
Die schmiere ich immer noch entsprechend mit Guril T2. Das ist eine nicht aushärtende Dichtmasse. Ich verwende eigentlich immer diese. Die Vorteile liegen ganz klar daran, dass die Dichtung nicht klebt, weil wenn ihr die trocken rauf drückt, dann passiert so, dass die eigentlich wie einbrennt mit der Zeit. Wenn ihr die mal entfernen müsst, ich sag mal so, sogar vielleicht auch auf einer Tour oder auf der Reise, müsst ihr die abkratzen und dann ist sie zerstört. Vielleicht seid ihr dann froh, dass die Dichtung eben nicht zerstört ist und man sie nochmals verwenden kann. Also ein bisschen draufschmieren und mit dem Finger sauber verteilen. Richtig gut einreiben mit Dichtmasse das Ganze, dass wir wirklich schön geschmeidig sind, gute Abdichtung haben und die Dichtung so eigentlich auch geschützt ist. Je nachdem, je nach Ansaugstutzenformat oder auch Einlassformat eures Zylinders, müsst ihr allenfalls, bevor ihr die Dichtung einschmiert, natürlich noch ein bisschen bearbeiten. Das kennt ihr von vielen, vielen Zylinder- oder Ansaugstutzenmontagen, dass man die Dichtung dann halt vielleicht bearbeiten muss im Bereich vom Durchlass. Das heißt, es gibt Ansaugstutzen, die sind breiter und eckiger. Es gibt Einlassformen ganz rund oder es gibt auch Einlassformen sehr trapezförmig. Bei dieser Dichtung, wenn ihr die bearbeiten möchtet, ganz einfacher Trick, nehmt einen Remel und einen großen Fräser. Dann könnt ihr hier diese Dichtung etwas ausnehmen, weil sie ist relativ dick. Da könnt ihr mit dem Messer nicht viel bewirken, höchstens in die Finger schneiden. Gut, ich setze jetzt diese Dichtung auf. Dann bereits der Ansaugstutzen. Und setze die Mutter drauf. Ziehe das Ganze entsprechend an. Auch hier ganz wichtig, wenn ihr gute Stehbolzen drin habt, zum Beispiel Swing, verstärkte Materialklasse, 10-9er Stahlqualität oder so, dann dürft ihr wirklich gut auf die 10-12 Newtonmeter Anzugdrehmoment gehen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel die Stehbolzen oben drin habt, die es standardmäßig zum Beispiel bei so R-Saal-Zylinder oder so mitgeliefert gibt, dann sind die natürlich nicht höchste Materialgüte. Die Stehbolzen dort haben zum Teil eine tiefere Stahlfestigkeit, weder 8,8, was eigentlich die Norm wäre. Und dann dürft ihr nicht zu fest anziehen, weil sonst die Bolzen brechen. Also immer ein bisschen schauen, dass ihr nicht zu fest anzieht. Wie gesagt, bei normaler Klasse, normalen Stehbolzen mit 8,8er Qualität oder drüber dürft ihr um die 10 Newtonmeter gehen, höher nicht. Den Ansaugstutzen haben wir bereits montiert. Nun geht es auf den Vergaser los. Hier, ganz wichtig zu sagen, wir montieren den O-Ring. Die meisten Bing-Vergaser mit Klemmmechanismus haben hier eigentlich immer leicht Falschluft. Das merkt ihr, wenn ihr die Falschluftkontrolle macht, gemäß unserem Tutorial, seht ihr ganz genau, in diesem Bereich geben die meisten Vergaser Falschluft an, zwischen Vergaser und Stutzen. Tipps könnt ihr wirklich gut beheben mit dem O-Ring. Den setzen wir schön ein, drücken den schön hier die Kante rein und können dann den Vergaser nachher in Ruhe montieren. Nun öffnen wir den Deckel, damit wir auch das Seil einhängen können wieder. Hier können wir jetzt gleich den ganzen Rohrbogen tauschen, bestehenden runterfahren. Gasschieber, Kolben einhängen, das große Loch einfahren, ins kleine drücken und hängen tut er. Den Jogschieber anhängen, klack. Nun kann ich den Vergaser aufschieben. O-Ring haben wir drin, alles bestens. Beim Puch Maxi kennen wir das ja sehr gut. Vergaser immer quer aufschieben. So
kann man unter leichtem Drehen hin und her den eindrücken, bis er auf dem Stutzen sitzt, die Position kriegen, dass die Stellschraube so ist, der Jock noch hochkommen kann und ein bisschen andrücken und anziehen. Hier mit dem Schraubenzieher habt ihr ein Anzugdrehmoment, ein vorgegebenes, bei uns in der Produktbeschreibung ersichtlich von etwa 2-3 Newtonmeter. Niemals mit dem Schraubenzieher so ziehen und auch niemals mit der Ratsche dran, sondern wirklich nur ganz normal eindrehen aus dem Handgelenk so. Nun kommt eine Kontrolle. Wir schauen miteinander, ob der Schieber auch sauber hochkommt, wenn wir jetzt Gas geben. Drücken den Jock nach unten, schauen unten rein, alles ist zu. Ich gebe nun einmal Gas. Jawohl, Jockklappe und Gasschieber ist ganz verschwunden, komplett aus dem Loch. Das heißt, wir haben vollen Durchzug bei Vollgas. Ganz wichtig, sonst spielt ihr euch selbst gewisse Streiche, wenn das gar nicht ganz öffnet. Somit haben wir alles stimmig bis hier. Dann kommt der Luftfilter dran. Das ist jetzt der mit dem Double Layer Schaum drin, dass wir wirklich maximal Durchzug haben, aber trotzdem gute Filterung, also doppelter Schaum. Wie man diesen Luftfilter zusammenbaut, seht ihr in Tutorial Nummer 2. Hier oben verlinkt. Aufschieben, im Loch reinklicken. Schraube anziehen, also die Schelle, die Bride, Kabel einhängen. Und somit hätten wir die Montage bereits. Den Wiesenvergaser abzustimmen, schaut Tutorial Nummer 8. Da seht ihr, wie ihr mit der Hauptdüse variieren könnt. Ich empfehle hier eine Düse zwischen wahrscheinlich etwa 78, 80 bis hoch zu 90. Irgendwo in dieser Range werdet ihr mit diesem Vergaser und wie abgemacht entsprechend Luft fündig nach der richtigen Abstimmung. Bei diesem 17er Vergaser ist wichtig zu wissen, es ist etwas schwieriger abzustimmen als ein normalen SRE 15 oder 12er. Wir haben wirklich einen sehr großen Durchlass und der Vergaser ist aber sehr rudimentär aufgebaut, halt genau wie die anderen auch. Eine Hauptdüse, sonst nichts. Andere Rennvergaser mit 17 Durchlass, die haben von Polini, Delorto etc., die haben bereits Stellschrauben für die Leerlaufgemischregulierung, die haben Nebendüsen, Leerlaufdüsen etc. Das haben wir hier alles nicht. Hier müsst ihr allenfalls auch mit der Nadel variieren. Das heißt, die Nadel unten im Gasschiebekolben, die könnt ihr ja mit dem Clip in der Höhe einstellen. Das heißt, je höher der Clip hängt, umso tiefer ist die Nadel und umso weniger Benzin gibt es. Und je tiefer der Clip hängt, umso höher ist die Nadel eingehängt, umso mehr Benzin gibt es. Wichtig, dies betrifft nur immer die untersten 10-15% der Drehzahlen. Alles, was dann drüber ist, bei Halbgas oder noch höher, da geht es gar nicht mehr um diese Nadel, weil dann habt ihr sowieso voll offen. Die Nadel ist wirklich nur im Standgasbereich und in der Gasannahme, ein bisschen in der Anfahrt, wo die Nadel relevant sein kann. Schaut, dass ihr dort wirklich das im Griff habt, vor allem wenn ihr mit einer fetten Hauptdüse fährt, das Standgas nicht so gut hält, ihr diese Standgasschraube hier weit reindrehen müsst, damit überhaupt das Standgas hält, dann habt ihr natürlich den Gaskolben schon gehoben und entsprechend ist die Nadel auch schon wieder schön hoch und lässt euch noch mehr fetten Sprit durch. Entsprechend müsst ihr dann, wenn die Standgasstellung hoch ist, natürlich dann die Nadel wieder ein, zwei Clips, also Rillen im Clip, runterlassen. Das ist eigentlich alles, was es zu sagen gibt vom 17er Vergaser. Leistungstechnisch natürlich eine super Sache, gibt richtig Durchzug, vor allem auch kraftmäßig, ihr habt mehr Gemisch als bei anderen und das Ganze natürlich immer noch vollkommen perfekt unter eurer Verschalung und natürlich unauffällig. Das wäre es zur Montage gewesen. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Schrauben. Gebt Acht, das Zeug hat Power und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.